So was oder wie? Bum bum, keine Ahnung. Request, was? Ist das Herz? Okay, wir können auch hier ein Häuschen nehmen. 15.000, Alter. Allein ist auch schön. 2.500. Naja, ich sag mal so, das ist die Unterklasse so ungefähr, das Mittelklasse. Ne, das ist ganz gehoben, das ist ein bisschen gehobener und das ist dann so, ja, Mittelklasse, Hochklasse, Unterklasse. Für 2.000, kommen wir ziehen wir da einfach hin. Was ist denn? Auf diesem Grundstück befindet sich kein Einsteigerhaus. Nein, Hotzblitz. Trotzdem. Ja, ich will. Weil Baum. Gehen wir gleich ins Bauen rein. Gott Hilfe. Ich kann auch ein Campingzelt einfach mitnehmen. Ich kann campen. Ja, zeig mir, wie es geht. Was willst du? Family, Hille, Wulle, Bälle. Im Live-Modus. Wieso live? Ich bin... Hä? Hast du Lust, dir kurz die Grundlagen... Nein. Ich habe keine Lust. Hört sich gut an, ja. Danke. Ist ja gut, dass es das gibt, aber... Ich weiß nicht. So, vor allem kann ich ja beim Nachbarn überpennen. Ja gut, fangen wir mit dem Nachbarn an. Ist doch auch schön. Was ist das denn hier? Kann man da eine Brücke bauen? Nee, fischen kann man auch. Hierher gehen. Angeln. Ich gehe einfach angeln hier. Gehen mal eine Runde angeln. Erstmal mal zum Abendbrot holen. Keine Ahnung. Hat er eine Anglerausrüstung? Ich weiß nicht. Der angelt einfach. Woher er auch eine Angel hat und Köder und keine Ahnung und Gott, nein. Natürlich das schönste Hobby der Welt. Nicht. So, du angelst und ich baue, ja? Ist das in Ordnung? Okay. Er sagt dir okay. Warum steht da okay? Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo wir ins Baumenü kommen. Welten verwalten. Nee. Baummodus. Geil. Siehst du, er angelt, ich baue. Haben wir bald was zu tun? Ja, zeig mir, was geht. Nein, danke. Hört sich gut an. So. Bin schon vorgefertigt oder was? Ich habe keine Ahnung. So, ich habe schon gesehen, hier kann man Dach und so. Wir können das Dach ja auch. Wir fangen das Dach unten an. Wir leben unterirdisch. Geht das hier eigentlich auch? Ah. Nein, das ist nicht Dings. Oh, ein Querdach. Fangen wir noch mit Bäumen an. Genau, wir machen hier eine schöne tropische Wiese und dann ist gut. Ist das hier Buddeln? Nee, das ist hier einfach nur der Untergrund, glaube ich. Okay, da hinten sehe ich schon, das ist eine Größe. Quadratisch, eckig, rund. Das ist schön. Schön. Steine, Kies. Oho, Kies ist auch schön. Aber nimmt er jetzt alles Kies? Nein. Gut. Das ist der Briefkasten. Okay, ja gut. Kann man ihn versetzen bestimmt. Also ein bisschen... Oh, aber zu groß. Zu groß für Kiesweg. So ein kleiner Kiesweg hier irgendwie so. Ich habe noch nichts Haus gebaut, aber ich besetze schon mal einen Kiesweg. So zur Haustür, ne? Kennt man. So, ist das hier Span? Nee, sparsame Steinplatten. Okay, nee, ich dachte an was anderes wie Torf oder so. Dass man so Beete machen kann. Erde, guter Start. Erde, guter Start. Max Wachs. Gartenerde. Gartenerde klingt auch super. So, dass man später Beete angehen könnte. So, es reicht, muss ja nicht zu groß sein. Ne? Ich habe natürlich vollkommen die Mitte erwischt, nicht. Das ist mir auch scheiße. Wow, das ist ja mega. Ja, ich weiß nicht. Ist nicht so ganz auf der Linie, oder? Ich glaube, nein. Aber egal.
Damit unendlich kannst du alles damit machen. Ne? Dass du so bumm machst und dann. Ja, okay. Ich gehe von aus. Vorne so ein bisschen. Nee, was? Der ist kaputt. Okay, dann muss ich das echt minimieren, weil ich nicht rüberbauen darf. Sowas hier. Ne? So, oh, ja, schön. Hähnchen davor und so. Ne? In 3 Jahren sind wir fertig. Dann können wir einziehen. Erstmal die Deko machen. Was? Ja. Ohne Deko geht hier gar nichts. Was? Kleiner Scherz. Nee, so ein paar, ne, so ein paar kleine Steinchen hier rundherum. So ein bisschen Trilli. So hier. Trudel. Ah, der ist ein bisschen weit rausgerutscht. Also ein bisschen wie, ja, dass man so ein bisschen beatmäßig hat. Genau. So ein paar Steine hin. Gut, jetzt habe ich voll den Kiesweg. Ich scheiß drauf. Ich meine, es muss ja nicht immer alles symmetrisch und sonst was sein. Nein, meine Freunde, es geht auch asymmetrisch. Es geht sogar bisymmetrisch, bitte was. Elvin grünt vor Neid. Grünt vor Neid. Ich bin auch manchmal. Ewig Smaragd. Okay, das ist einfach nur ein Rasenstück. Okay. Natürliche Oase. Oh, interessant. Gut, ich bin mal irgendwann einfärben, etc. Okay. Uff, ja gut. Ich glaube, wir fangen mit dem Haus an, oder? Bisschen. So. Oder Zaun? Oh, Zaun, ja. Ist ja voll spießig hier. Also. Was ist das denn? Kinderzaun? Babyzaun, sei doch. Ach du Scheiße, einfacher Zaun. Ich finde das hässlich. Sicherheitszaun. Der Sicherheitszaun, genau. Kann man den auch sehen oder ist der Boden verschollen? Machen wir nicht mal eine Farbe hier. Wow, braun. Ich würde den gerne mal sehen. Darf ich den Zaun auch sehen? Muss an einem Raum befestigt werden. Ach so, wir brauchen Raum für. Hä? Ich will doch nur einen fucking Zaun hier ziehen. Bist du bescheuert? Ja. Geh ich schon gut los mit Sims. Eine Hecke? Muss ich auch irgendwo an einem... Ich darf nicht mal eine Hecke pflanzen. Okay, Leute. Mega. Okay, wir brauchen einen Untergrund oder sowas, ne? Fundament. Okay, was haben wir hier? Wände und leere Zimmer. Was ist das da? Das kann ich gar nicht auswählen. Wahrscheinlich ist es... Doch, da geht's. Was ist hier unten mit dem Swingpool? Geht nicht. Was ist das? Geländetools. Ja, die hatte ich doch gerade. Glaube ich. Schau mal hier, oh, Wasser. Genau. Bisschen Wasser hier rein. Lupsch. Ich glaube, das sollte mal ein bisschen, ja, geil. Genau, Fischer-Dings, das hat er hinten. Ein Brunnen. Und Brunnen, geil. Brunnen ist cool. Guck mal, hier hinten kommt der Brunnen hin. Und dann, ja, nicht so ganz. Da eigentlich, wo der Briefkasten ist, wäre cool. In der Ecke. Okay, Rechtsklick ist drehen, das ist super. Wir haben das Drehen schon mal rausgefunden. Das ist in so vielen Spielen so verschieden anders. Das ist der Traum eines jeden Bauers. Oh, das war teuer. Kann ich den einfach nehmen und weg? Also, weg nicht, aber ihr wisst schon. So. Ja, geil. Muss der am Fußweg stehen? Jein. Ich meine, er kann auch hier irgendwo anders sein, ne? Aber hier ist so ein kleiner Brunnen zum Bewässer der Dings und so. Ist schon mal nice. Ich kann auch ein Gartenteichrose in den Brunnen legen, glaube ich. Fuß, nein, was ist das hier? Brunnen spuckende Fisch. Genau, den spuckenden Fisch, den ist da oben drauf. Kann man die Höhe verändern irgendwie? Ich glaube, ja, Shift vielleicht. Scrollen, nein. SDRG scrollen, auch nicht.
Für die Höhe einfach nur, dass ich den Fisch in die Luft setzen kann. Ein Luftfisch. Oh, das ist auch schön. Ne? Das sieht auch sehr interessant links aus. Ja, wir können ja auch ein bisschen Düsseldü machen hier, ne? Um den Brunnen. Muss ja nicht so riesen wild wachsendes Gras sein. Sumpfholz. Ja, Sigi, Sumpfholz. Das geht ja auch nicht. Ich meine, es muss ja nicht so mega krasses Gras sein. So ein bisschen Gras, ja, aber. Das ist schon ein bisschen arg krass, oder? Das Gras. So um den Brunnen rum. Nee, das passt hier nicht irgendwie so richtig, ne? Dass es abschließend sein will. Es muss ja auch nicht abschließend sein in der Hinsicht, aber so ein bisschen so, ne? Tralala. Ja, das sieht doch schon mal nice aus, finde ich. Gut, das ist alles für auf dem Wasser. Ah, ja. Der Mysterio Resource Tralala Brunnen. Ich guck mal kurz was nach und dann können wir gleich weitermachen. So, da sind wir wieder. Sag nicht mit hoch und runter, ne? Ich habe gerade nämlich Klick gehört, als ich das links gehört habe. Hier, Moment mal. Ja, es könnte sein. Bild hoch und runter Taste. Ja, das ist natürlich blöd. Warte, man müsste ich mal ausprobieren. Irgendwas macht er, ich weiß nicht was. Irgendwas macht er. So, ich habe mal einen schwarzen Tee geholt. Und, muss ja nicht wirklich abschließend hier sein. Ne, es kann ja auch offen bleiben. So, wir haben so einen Springbrunnen, okay. Ich brauche irgendwas für die Wiesen. Und dann kleine kreisförmige Wasserspender. Ich dachte jetzt Sprengler oder sowas. Ne, mittelgroß kreisförmige. Oh ja, gibt es sowas wie Wassersprengen hier? Guck mal, eine Schildkröte. Bodenklebebild. Ein Bodenklebebild. Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. So beim Eingang oder so, ne? So eine fette Schildkröte oder so. Was ist das denn hier? Feuerspeiender Drache. Der speit. Oh, wow, der ist auch groß, ne? Kann man so Feuerwerk mitmachen oder was? Tee hast du. Ja, Tee habe ich schon. Danke. Haben wir noch Eier? Nee, ne? Ja. Mal jetzt gekochte schon. Also, ja. Frühstück, meine Damen und Herren. Guten Morgen. So. Warte mal, kann man die hier auch da anpacken? Ist. Nee. Das ist schade. Ich glaube, das. Achso, welche Farbe? Blau. Ich glaube, blau mochte er nicht, ne? Hat mal gesagt. Der mag nach sein eigenes Haus nicht. Ja, ist eigentlich so für einen Swimmingpool, ne? Aber ich meine nur, kann ich das innen drin reinballern? Und, boah, what the fuck? Warte mal. Entschuldigung. Aber ich glaube, innen wird es vielleicht sogar gehen. Pup. Muss, darf ich es lesen, muss auf einer Wand platziert werden. Der hat doch eine Wand. Oh, ist auch wie schade. So eine Innenbeleuchtung, ne? Wäre schon geil. Ah, ja, was ist das hier? Große, kleine, förmige. Kann man die einbauen? Uah! Groß-kleinförmig. Bitte was? Wir sprachen von kleinförmig. Ah, okay, guck dir die Viecher an. Alter. Gibt's auch einzeln, ne? Oh, die kann ich hier jetzt mit meinem. Da gibt's einzeln. Ist das ein einzelner? 105 Ocken. In Farbe grün, bei Baum. Ist tatsächlich so. Ach, der springt so weit, ja? Oder was? Warum wird er nicht grün?
Der braucht Wasser, der muss ins Wasser oder irgendeine Ahnung. Irgendwie keine Ahnung. Müssen die im Wasser sein.